Mario, nee, it's me, Oni, Starry Ranch 1, Static Over. So, nicht lange drum rumreden. Warten. Bin gespannt, was auf mich zukommt. Warte mal. Nee, oder? Okay, also optisch ist der schon mal ein bisschen. Ja. Ich starte mit 10 Leben, oh mein Gott. Ach so, ich habe Star Revenge 2 schon mal angespielt. Vor 6 Jahren oder so. Aber auch nur den ersten Kurs. Das kam mir gerade irgendwie bekannt vor hier mit der Startinsel. Okay, irgendwie Kamera. Ja, und dann so. Gott, dieses statische Wasser da unten. Alter, die Kontraste fucken mich jetzt schon ab. Ich bin gespannt, wie der Hack aufgebaut ist, weil es gab irgendwelche Hacks, glaube ich, bei Star Revenge, die eine Open World hatten, glaube ich. Oder so eine Connected World irgendwie. Ich fall gleich schon am Anfang runter, oh geil. Okay. Sound passt aber eigentlich, oder? Der Bob Omb sieht creepy aus, aber okay. Hey there, you must be Mario, right? What makes you come to this part of the kingdom? We have a tower a bit farther into the land. The stars that live in there started trouble. We don't know why, but they are trying to take over. Ah, star takeover. You have to do something. Okay. Also die Sterne laufen amok. Alter, sind die Farben hier bunt. Und ja. Ich merke, dass das von dem Bro-Dude sein erster Hack war. In gewisser Weise. Oder dass es ein relativ früher Hack ist, weil die ganzen Wände und Böden, die sind schon arg hart. Und vor allem die Übergänge sind halt auch nicht so sauber. Also ich meine, 2012 kam, glaube ich, die erste Version davon raus. Dementsprechend, ich will mich nicht beschweren. Ich bin halt aus aktueller Zeit Besseres gewöhnt, aber. Ah, ne, hier gibt es auch rote Münzen. Okay. Ich selber könnte es auch nicht besser machen. Okay, da ist Kurs 1. Das zu wissen. Da hinten ist Kurs 2. Ich finde es schön, dass er wenigstens die Kurse richtig ausgeschrieben hat. Da ist ein Chuck. Nicht runterwerfen. Oh, du Penner. Sterbe ich jetzt? Ich sterbe. Geil, ich habe mein ersten Leben verloren. Das in der Oberwelt. Das ist eine rote Münze. Also, die roten Münzen werden eingesammelt. Moment, gleich wieder Ey, wir haben es halb eins.
Wieso muss man ausrechnen, um diese Uhrzeit, was wir wollen? So. okay, hier ist Kurs 9. Ich finde seine Aufteilung interessant. Warum ist Kurs 9 hier unten und Kurs 1 da oben? Bleiben die roten Münzen auf der Welt hier gespeichert, wenn ich drauf gehe? Sieht so aus. Ja, kann ich die schon alle bekommen oder nicht? Okay, grüne Bob-Oms sind böse. Ich glaube, ich kann den Sound ein bisschen lauter machen, oder? Audio-Plugin. So. Gut. Kurs 5 und ich brauche 18 Sterne. Da hinten ist eine rot-orangene Münze. Hinterm Startschild ist eine. Aha. Es ist eine sehr große erste Oberwelt. Aber okay. Was ist das eigentlich für eine Musik? Klingt irgendwie merkwürdig. Lol. Warum ist da? Hilfe. Ja, irgendwie so. Was? Star Revenge 1? Da ist eine Wingcap. Okay, das erklärt, wie ich mich hier besser umgucken kann. Und wie ich da hinten hinkomme. Okay. Eine Green Cap. Ach so, na ja gut, ich sehe gerade. Wenn da hinten die Red Coin ist, komme ich von hier nicht ran. Egal wie ich es drehe. Bleiben die Münzen gespeichert oder nicht? Das wäre wichtig zu wissen. Kurs 4 braucht 13. Ist das Killerwasser oder nicht? Das ist Killerwasser dahinter. Das ist. Okay. Halt. Spawn also mal hier und das Schild ist da hinten. Lasse. Eigentlich normale Sprünge. Ganz knapp. Okay. Ich glaube, ich gehe aber jetzt in den ersten Kurs gleich rein. Gibt es eigentlich. Doch, es gab Story. Die Sterne drehen durch und wollen die Welt übernehmen. Genau. Hat der Bob-Omb gesagt. Zumindest gibt es eine Story. Und sie heißt nicht Rette Peach. Von daher. Wobei, das haben eigentlich die wenigsten Hacks, glaube ich, oder? Ja, eigentlich. Ich habe mittlerweile genug gespielt oder viele gespielt, um zu wissen, dass kaum ein Hack die Standard-Story nimmt. So. Wieder da. So. Was? 9? Nee. Fuck. Wieso kann ich gerade keinen. Doch, jetzt geht's wieder. Ich würde sagen, ich kann doch wohl. Kann ich schon durch die Tür da hinten durchgehen? Oder. Nö. Wahaha. Sorry, but you need something to open this door. Now please go away. Okay. Man kann hier immerhin schön durch Wände gucken in dem Hack. Das gefällt mir. Grüne waren Akro, genau. Und rein da. Big Bob Oms Brother. Little Bob Omb oder was? Grass Valley, Cross One. Okay. Der Soundtrack ist gut, aber irgendwas stört mich da im Hintergrund. Es ist ein bisschen zu sehr basslastig, glaube ich. Okay. Sind eigentlich alle Kurse jetzt irgendwie so schlauchförmig? Das wäre interessant. Eigentlich nicht, oder? Ne, sieht nicht so aus. Das ist nur der Startbereich hier. Oh, what the fuck.
Das ist echt irgendwie so extrem ekelhaft basslastig. Ich meine, ich mag Bass an sich, aber das ist, als ob es übersteuert, der Bass. Das. Nee, nicht. Das klingt wie aus schlechten Lautsprechern, glaube ich. Oder so Ghetto Blaster-mäßig irgendwie, keine Ahnung. Naja. Auch der Abschnitt hier, es kommt mir irgendwie so. Nee, halt, Moment. Hab ich. Moment. Nee, 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 diese Sprünge hier. Die kommen mir bekannt vor. Kann es sein, dass Star Revenge 2.0 Redone einfach nur Star Revenge 1 ist in einer anderen Fassung? Moment. Das will ich jetzt nachgucken. Star Revenge 2. Ob um Sand Valley? Nee. Star Revenge 2 ist Night of Doom. World for the Moon. Oder ist Star Revenge 1 Redone das, was ich gespielt habe? Und ich habe das als Star Revenge 2 gespeichert. Revenge 1.5 Redone. Newton. Ja. Das könnte sein, dass ich eventuell die Redone-Version von 1 mal gespielt habe. Das könnte sein, okay. Ich spiele jetzt einfach mal die Version hier. Das scheint ja die aktuellste von allen zu sein. Ich kann, ja. Irgendwann würde ich mal die andere Version nochmal angucken, vielleicht. Weil ich kann mich erinnern, dass die andere eine andere erste Oberwelt hatte und dass die andere Version, die ich da hatte, auch mehr dunkler war irgendwie, also mehr dunkler. Das erste Level hier, das kommt mir halt bekannt vor. Und das war halt eigentlich viel dunkler, ja. Dunkler allgemein so. Weil der grüne Bob-Omb, der kommt mir halt auch bekannt vor jetzt, wo ich das so an der Wand da sehe. Ja, definitiv. Ich habe schon mal irgendwie. Genau den Level hier habe ich schon mal gespielt. Aber halt auch nur den Level. Aber das war nicht Star Takeover, das war. Wollen wir das jetzt live testen? Ich meine. Halt, also bevor du jetzt irgendwas sagst, du, ich setze jetzt hier einen Safe State in den Level, weil ich jetzt die ROM kurz wechsle. Moment. Ich will nichts hören. Das will ich jetzt nachprüfen. Moment. Warte. Gaming-Ordner. 64 ROMs. X. So, Star Revenge 2.0. Ah, das ist genau Star Revenge 2.0. Redone. Das ist quasi Star Revenge, aber halt Star Revenge 1. Aber das ist halt die Redone-Variante. Ah. Okay, 121 Sterne hatte denn der Artikel gerade auch davon geredet, dass das wieder sind. Star Revenge. So. Sterne. 106 in Redone. Nee. Redone 5? Nee, Version 7. Ich steig da nicht durch. This version has 121 stars. Was ist denn jetzt Star Revenge Redone? Star Revenge Redone 2.0. Ich sag's doch. Star Revenge Redone. Das ist auch ein eigener Artikel. Formerly called Star Revenge Redone Version 2.0. Das ist the second remake of the original Super Mario 64 Star Revenge. Sag ich doch. Many levels are still very similar to the first remake, however, many of them have new features added. There are also redone mission objective markers. This includes spawn locations for stars and collectible secret spots.
Subworlds are very similar to how they were in the first remake, but they have been retextured and Veggie Amps have been added. On December 9, 2018, this hack has been updated and renamed to Star Revenge 1.5 StarTech Overridden 2.1. It replaces Ink Harbor with Cephalopod City and brings major changes to level models of Forest, Lake Valley and Blazing Bully Cavern. Was zum? Forest Lake Valley, Mushroom Mountains, ja. Star Revenge 1.5 ist das quasi. Star Takeover Redone 2.1. Das heißt, ich habe mir jetzt gerade doch nicht die aktuellste Version runtergeladen. Ich habe jetzt gerade die Version vor der Version, die ich mal angefangen hatte. Das macht nämlich auch Sinn, weil Star Revenge 2 habe ich ignoriert damals. Und Star Revenge 1 und 3 habe ich dementsprechend sogar in meinem Ordner drin gehabt. Und ich spiele jetzt quasi schon Version 3. Aber das ist nicht die aktuellste Remake-Version von dem Hack. Aber die Oberwelt sah auch komplett anders aus. Moment, jetzt muss ich... Uff. Ich bin verwirrt. Dann lösche ich jetzt mal, also ich schließe erstmal den Emulator jetzt kurz. Dann die Star Revenge-Datei ziehe ich auf den Desktop. Wo auch immer die Originale jetzt gerade... Ach, da war sie. So. Dann lösche ich die aus meinem Mod, ach, mein Mod, mein Dingzeichen raus. Star Revenge Redone ziehe ich jetzt rein. Die ist nämlich schon fertig gepatcht. Anscheinend. So. Ja, muss ich den Titel nochmal ändern. Titel, Titel, Titel. Star Revenge 1.5. Redone, nee. Star Takeover Redone. Alter! Das ist das, was ich meine, deswegen steige ich bei der Star Revenge-Reihe nicht durch. Darum habe ich mich davor immer gedrückt, die anzufangen. Weil halt kein Schwein versteht, welche Version welche ist. Das ist jetzt aber alles in einer Aufnahme drin, weil scheiß drauf. Es ist ja im Endeffekt die gleiche Hack irgendwie in gewisser Weise. Refresh ROM List. So. Gut. Jetzt auch schön, dass Flo nichts dazu sagt zu meinem Dilemma hier. So, Bad ROM. Müsste jetzt ja dann die Star Revenge Redone, was auch immer sein. It's me, Mario. Ja, Star Revenge Redone Version 2.0. Andere Musik. Ich starte jetzt auch mal neu. Genau, die habe ich schon mal angespielt. Aber die sieht auch... Oberwelt sieht halt komplett anders aus. Deswegen kam ich halt gerade drauf. Read me. So. Star Revenge 1.5. Redone Version 2.0. Okay, das heißt... Star Revenge 1... Redone... Star Takeover... 1.3... Revenge 1.5, Redone Version 2.0. What? Hack made by Brodyut, original game by Nintendo. Levels, Brodyut, Music's the Cool Guys from SMV Central, Textures, Enemies, Brodyut. Hat, ja, blablub. Ja, und diesen Hack habe ich mal angespielt gehabt. So, und hier gibt's jetzt auch quasi, muss man verstehen. Hä? Okay. Muss ich verstehen, warum? Wenn ich in der Lakitu Cam bin und dann mich umgucken will, ich muss, um mich umzugucken, in die Mario Cam gehen. What the fuck? Aber die Oberwelt hier sieht doch komplett anders aus als jetzt gerade in der anderen Version. Wenn ich jetzt so bin und jetzt. Okay. Nee. Alter, was soll das denn?
Deine Facecam ist unscharf. Gut, dass du es sagst. Ich muss mal irgendwann den Autofokus abstellen. Es ist echt merkwürdig manchmal. Hast du jetzt irgendwas an der Steuerung vielleicht nicht, weswegen das jetzt hier rumspackt? Mal kurz. Scheu. Controller ist plugged in Memory Pack. Ne, Controller passt eigentlich. Es liegt dann an der ROM, dass da irgendwie Probleme sind. Oder, Moment. Andere Idee. System Controller Plugin. Settings. Input. Enrage Direction Input. Changing a plugin request, Project 64 to restart or running. Ja, mach. Ich hoffe, ich habe jetzt überhaupt irgendwie eine Steuerung. Nein, habe ich natürlich nicht. Controller Plugin. Devices, Modifiers, Controller Pack. Device, Controller Xbox One. Digital Pad up. Das funktioniert ja wieder super jetzt. Visual Rumble. Use. Oder Plugin. Devices. Ja, das passt doch. Visual Rumble. Nee. Keyboard. Modifiers. Controller Pack. Memory Pack. Rumble Pack. Alles. Devices. Ist ja ausgewählt, also ist auch ein plugged in quasi. Save. Er kennt es nicht automatisch. Controller Plugin. Digipad. Nee, das nimmt er nicht. Er nimmt jetzt nicht die Controller Inputs. Warum nicht? Aha. Das lasse ich alles so mitten in der Aufnahme drin. Scheiß drauf. Das gehört da jetzt alles zu. Ich habe keinen Bock zu cutten. Analogstick, Real N64 Range. Modifiers. Okay, der N-Range Input funktioniert gar nicht. Gut zu wissen. Den kann ich auch wieder das andere nehmen. Das gute alte Jabos Direct Input. Restart. Sich da irgendwas verstellt, eigentlich nicht. Controller Plugin. Up, down. Nee, up ist auch richtig. Puff, down, puff, ja, passt alles. Passen auch. Okay, keine Ahnung, was das Problem ist. Okay. Wieder starten. Dann einfach nicht die Mario Cam nutzen. Die Lucky 2 Cam und dann. Ist ein bisschen komisch, aber egal. So. Genau, hier gibt es nämlich auch die grünen Bob-Oms. Keiner gesehen? Verdammt. Aber die Oberwelt ist doch komplett anders. Was haben die denn da geschrieben? Die Oberwelt hat sich nicht geändert. Da unten ist eine rote Münze. Zumindest kann man hier schon mal nicht sterben. Ist es schon mal. Ja, man kann theoretisch sterben, wenn man ersäuft. Aber gut. Ist da irgendwas hinterm Wasserfall? Nee. Zumindest ist das Wasser hier auch eine Animation, so einigermaßen. Auch schon mal. Ja, wenn ich jetzt auch überlege. So rein von der Aufmachung her. Sieht diese Version von Star Revenge 1 Schlag mich tot auch deutlich besser aus schon. Also es wird wahrscheinlich dann wirklich die aktuellste sein. Aber gut. Abend, Tame. Ja, die Rache des Lakito. Hm. Du, das Schlimmste hast du gerade, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Dieser Hack hier hat irgendwie 5 verschiedene Versionen und Remakes. Das ist so schlimm. Battle with Prince Bob Omb. Forest Lake Valley, Curse 1. Moment, halt.
Die Musik ist zumindest nicht so nervig. Der Level fängt aber jetzt auch anders an. Vor allem, es ist der erste Hack, der irgendwie über die letzten 10 Jahre, okay, die letzten 8 Jahre, 5 Versionen vom Entwickler bekommen hat. Und alle, fun, I guess, ja, fun im Sinne von herausfinden, welche Version die aktuellste ist. Es ist echt, ah. Es gibt Star Revenge 1, dann gibt es Star Revenge 1 Redan, dann gibt es Star Revenge 1 Star Takeover, was im Endeffekt 1.3 so gesehen ist. Oder 1.5. Dann gibt es, glaube ich, die Version hier. Und dann war es das. Also 4 Versionen gibt es irgendwie. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Also das war, genau. Der Start ist schon mal anders von dem Level, aber wenn ich mich jetzt nicht irre. Okay, man kriegt im Wasser von Bob-Oms keinen Schaden, das ist nett. So, wenn ich mich jetzt nicht irre. Genau. Hier ist dieser komische Stern, den ich gerade schon gesehen hatte. Jetzt geht das wieder nicht. Irgendwelchen Gründen. Da sind die komischen paar Säulen, die wir gerade gesehen haben. Und da ist dieser Weg nach oben. Deswegen kam mir das auch gerade so bekannt vor in dem ersten Anlauf bei dem Hack. Genau, und die Stelle hier habe ich irgendwie nervig in Erinnerung. Genau deswegen. Ja. Zumindest. Das scheint jetzt wirklich von Star Revenge 1 die aktuellste Remake-Version zu sein. Mit den meisten Sternen auch. Nein, nein, nein. Ich habe ein Déjà-vu bei diesen Sprüngen. Genau diesen Hack habe ich nämlich vor. Die Kamera ist auch so langsam. Das ist die Mario-Cam, darum. Also. Eieiei, bis du da erstmal durchgestiegen bist, welche Version welche ist. Weil ich will halt die ganzen Hacks nicht in jeder Version einmal spielen, sondern eigentlich die letzte und am besten gefinischte Version. So. Wenn ich jetzt nach oben gucke. Genau, und da ist dieses komische Ding, wo ich gerade gespeichert habe. Im Endeffekt sind es zwei unterschiedliche Spiele, wenn man es hier genau nimmt. Das ist ja das Problem, was diese Star Revenge 1 Sache angeht. Weil ich schon sagen muss, dass jetzt die Version hier echt am besten aussieht noch. Und man Langeweile kann man in alle anderen Versionen auch nochmal spielen, irgendwie, glaube ich, aber ansonsten, wenn man wirklich die ausgeklügelste Version haben will, das ist, boah, unmöglich eigentlich. Also wenigstens irgendwie, was zum Teufel war das? Also 1.1, 1.2 und so weiter genannt hätte. Oder 1.25, 1.5, 1.75 und so weiter. Dann hätte es ja noch fast Sinn ergeben. Aber diesen ganzen Readern und Nachnamen quasi. Was ist das eigentlich? Achso. Ein Münzstern. Ja, das war. Och nö, ich will die Münzen von dem Kerl haben. Das war mein Kupferpanzer. Halt, Moment. Hier ist noch ein blauer Cooper. Also allgemein Cooper. Okay, die Musik ist geil. Oh, awesome. Ich hab die Wand nicht berührt. Ist das Mystery Dungeon Musik? Jetzt, wo du es sagst. Es könnte sein, dass das Mystery Dungeon Musik ist. Klingt so Pokémon-mäßig auf jeden Fall. So fröhlich. Also ich wüsste es jetzt nicht, aber jetzt wo du es gesagt hast, doch. Das ist, glaube ich, Mystery Dungeon. Aber wann hast denn du Pokémon Mystery Dungeon mal gespielt? Okay, damals wahrscheinlich. Aber trotzdem. Wenn du dir die Musik gemerkt hast. Ah ne, du hast ja auch letztens Mystery Dungeon Musik, glaube ich, bei dir im Stream gehabt, kann das sein? Wenn ich mich nicht irre, war auch letztens Mystery Dungeon Musik. Hm.
war echt, das ist echt, boah. Zumindest, ich gehe jetzt davon aus, optisch ist das hier die hübscheste Version von Star Revenge 1. Oder 1.5 ist es ja jetzt sogar in dem Sinne. Ich gehe davon aus, dass das jetzt wirklich die Version ist, die ich jetzt auch spielen kann. Da ist ein Schalter. Diesen ersten Level habe ich, glaube ich, zur Hälfte damals gespielt. 2016 oder so. Ja doch, 2016 glaube ich. Aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Das heißt, ich spiele jetzt wirklich blind. Ja, zumindest scheine ich die 100 Münzen schnell zu bekommen. Hopp. Ich habe Mystery Dungeon rot gesuchtet. Ah, ich habe blau gesuchtet damals. Ich weiß noch, wie mein Cousin und ich irgendwie von 2 Uhr nachts oder 12 Uhr nachts bis um 4 Uhr morgens irgendwelche Filme und DVDs anhatten. Ja, damals, die Zeit ohne Internet. Und dann haben wir, glaube ich, nonstop Geheimgeschehen gemacht. Weil wir die Bananen quasi haben wollten. Die konnte man nämlich für 4.900 Poké-Dollar verkaufen. Und ja, das ist extrem nerdig gerade, aber wir haben echt die ganze Zeit A gespammt und Geheimgeschehen gemacht und gehofft, dass wir Bananen als Geschenk bekommen. Das hatte ja damals kein Limit. Eigentlich müsste ich mir echt Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team Deluxe kaufen. Hättest du daran rein theoretisch Interesse demnächst mal irgendwann? An so einem schönen Remake-Stream von Pokémon Mystery Dungeon? Den ersten Teil mag ich sogar recht gerne. Der zweite hat aber auch eine extrem gute Story gehabt, wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube, ja, der dritte war im Endeffekt bei mir die Special Edition zum zweiten. Erkundungsteam Himmel. Und die 3DS-Teile danach habe ich leider nicht mehr gespielt oder gekauft. Die wollte ich nochmal kaufen irgendwann, aber die sind überall ausverkauft. What the fuck? Ah, da oben ist auch nur ein Stern. Ich bin gleich tot. Scheiße. Okay, also Flo hätte voll Bock auf Mystery Dungeon. Also wenn ich dann demnächst mal irgendwann... Okay, Geld habe ich Geld habe ich über, theoretisch. Aber wenn ich das mal irgendwie im Angebot die Tage mal sehe, demnächst, dann hole ich mir das mal irgendwann und dann können wir das irgendwann mal spielen. You have one star now. Ja. Das hätte ich auch anders nicht herausfinden können. Danke, Textbox. Die Musik ist geil. Ich würde gerne wissen, welche das ist. Also wie die heißt. Zumindest sind bisher relativ viele Münzen hier verteilt. Okay, wir könnten zumindest uns die Demo mal angucken dann die Tage. Die Demo kann ich ja kostenlos runterladen. Dann kann man gucken, ob es halbwegs spielbar ist. Und das ist, glaube ich, eine scheiß Idee, was ich gerade versuche. Da muss ich mich durch irgendwelche Ringe schießen. Okay. Ja, Demo angucken. Und ja, dann irgendwann hole ich es mir halt. Wenigstens, wenn es wieder eine 3 für irgendwas Aktion gibt bei Mediamarkt. Aber ich muss halt erstmal habe ich jetzt noch Nioh vor mir, ich habe noch Luigi's Mansion 3. Ich streame momentan auch viel zu wenig eigentlich dafür. Ich hätte eigentlich nach jeder Spätschicht noch Zeit für 2-3 Stunden. Aber ich mache zwar nicht viel und auch nichts Anstrengendes, aber wenn wir nach so einer 8-Stunden-Schicht plus ja eine Stunde Hinfahrt und Rückfahrt plus eine Stunde vorher aufstehen, das sind halt schon dann... What the fuck? Was sind das für Viecher? Das sind halt... nicht runterwerfen! Oh, du Fickvieh! Wie soll man denn da vernünftig hochkommen? Oh. Ja, insgesamt ist halt eine 8-Stunden-Schicht trotzdem bei mir eine 11-Stunden-Schicht. Okay, die Stunde aufstehen, bis man losfährt, die hat man ja meist immer so ein bisschen. Von daher, es ist halt eine 10-Stunden-Schicht. Wenn ich alles mit einberechne. Und es ist zwar an sich eine normale Stundenanzahl und alles,
Aber man merkt halt, dass man danach trotzdem irgendwie K.O. ist. Man hat dann irgendwie nicht mehr die Lust oder die Kraft dann oder das Verlangen noch zu streamen. Ich habe zwar Mario ein bisschen gestreamt gehabt Anfang März, aber ja. War halt Mario. Das kannst du halt so wie jetzt locker reinwerfen. Da kannst du nebenbei dich ein bisschen aufregen, kannst ein bisschen bei labern. Und musst dich auch nicht konzentrieren. Gut, bei Pokémon jetzt eventuell auch nicht. Aber bei Nioh musst du dich halt ein bisschen konzentrieren. So. Das hier ist jetzt übrigens so ein Punkt, wo ich für mich schon längst gesagt hätte, fuck this game, ich nutze ein Safe State, aber der hängt halt genau über mir. Wie soll ich da... Ja. Ja. Ja, komm. Komm. Okay. Das war so eine Stelle, wo ich mich extrem drüber aufregen würde. Aber ich hab's auch so geschafft. The Chakya's Treasure. Battle with Prince Bob-Omb. Und die Version hat ja auch 121 Sterne, von daher, das ist halt wahrscheinlich die Komplettversion. So wie er sie es im Endeffekt am meisten vorgestellt hätte. Und um auf das Thema mit den Versionen zurückzukommen. Ich kann es auch nicht sein lassen. Ich will das nicht hinnehmen, dass das so chaotisch gelöst worden ist von ihm. Nicht mal das Wiki sagt einem vernünftig, welche Version welche ist. So, lass ich raten. Mit dir kann ich doch eigentlich relativ easy da hochkommen immer jetzt, oder? Die Musik ist so geil. Macht voll Bock auf Koopa Shell Rides. Das ist nur die Frage, wo ich hin muss. Moment. Das habe ich in dem anderen Level gerade eher erkennen können. Oben vielleicht? Da ist eine Röhre. Wo geht die Röhre hin? Also neben der Höhe. Ach, und so komme ich dann zum Battlefield hin. Ah, okay. Achso, billiger Bossfight mit Feuer, okay. I'm Prince Bob-Omb, brother of King Bob-Omb. What are you looking for in my peaceful valley? A star in blue? I have one of those. You want that star? Well then, 1v1 me, mate. Ja, ist klar, 1v1 und dann hast du hier eine Flamme. So, es ist so mies. Die Musik ist geil, Alter. Man kann... Das klappt doch zeittechnisch gar nicht. Vor allem, die macht so viel Schaden, dass ich keinen dritten Hit überlebe. Weg da. Okay. Guess I lost the battle. I'm going to buy me some sand and build some sand forts. Maybe we'll see again, but for now, take the star here. Sand fort. Da habe ich doch gerade in irgendeinem Hackwachs gelesen gehabt, dass es einen Cent Rally gab. Okay. Das ist, glaube ich, Star Revenge 2, wenn ich mich nicht irre. Natürlich Star Revenge 2. Ich will den Stern haben. Okay. Irgendwann. Irgendwann mache ich noch meinen eigenen Hack. Die Box sieht übrigens komisch aus da unten. Star of the Pillars. Ah. Wenn ich mich nicht irre, habe ich auch nicht mehr als 3 Sterne damals eingesammelt. Okay, das sah stylisch aus. Hoch da. Pillars sind auf der anderen Seite der Map. Wie komme ich da hin? Also auf jeden Fall gibt es ja auch einen Stern, wo man durch Ringe fliegen muss. Das ist blöd. Da hinten ist der Panzer. Das ist... Okay, das ist mies. Weitsprung oder... Hochsprung.
Okay, machen wir so. Hi, dunkler Bob-Om. Come back here when you got star 1 to 4 and a ring cap box will be up here. Danke. Bring ich da jetzt auf Glück einmal runter? Weil ich brauche ja Stern 1 bis 4 und... Ach, da unten ist ein Schalter, mit dem ich da hinkommen würde, auf die Pillars. Nein, nein! Der Scheiger hat ein Kappa-Face gehabt, what the fuck? Warum? Achso, hier erscheinen jetzt die Boxen, okay. Ja, gut. Meine Variante darauf zu kommen war jetzt aber auch nicht so verkehrt. Die hatte ein bisschen mehr Schmerzen bei Mario vorgerufen. Passt aber schon. So. Zumindest ist die Version von dem Hack auch wirklich ansehnlicher. So, zack. Star of the Pillars, yay. Wie lange bin ich jetzt schon wieder? Ich bin schon wieder 40 Minuten dabei. Okay. Small Wall Jump Practice. Cross Leg. Achso, das ist da, okay. Gut. Das hier unten schon? Ja, davor. Nee. Eine Ebene höher, glaube ich, noch, oder? Yay, Shell Ride Musik. Hm. Okay. Hier hochspringen ist Selbstmord. Au. Könntest du mich nicht gegen glitschen? Ah, was zum Teufel? Okay. Warum? Warum macht er deinen Sprung nicht mehr? Hä? Ich meine, ich bin von den neueren Hacks verwöhnt. Mit ihrer Slide-Mechanik, aber trotzdem. Okay. Geht doch. So. Small Wall Jump Practice. Ja, yeah, und jetzt muss ich wieder ganz nach oben, weil da jetzt eine Box aufgetaucht ist oder was. Coins of the Rally. Ei, muss ich nicht erst einen Cap Switch irgendwie aktivieren, damit die Box auch nutzbar ist? Das könnte sein. Also im Worst Case muss ich jetzt rote Münzen einsammeln. Oder ich gehe einfach direkt zum nächsten Kurs und ignoriere solche Kleinigkeiten erstmal. Also Music schon die Geräusche von den Neo-Charakteren interessant fand. Dann will ich nicht wissen, was er dazu sagt, wenn er Mario die ganze Zeit springen hört. Nee, die Box ist solide, oder? Nee, die Box ist nicht solide. Verarsche, ich brauch doch erst einen Switch. Ja, die Box erscheint jetzt hier nach Stern 1 bis 4. Aber ich kann damit nichts anfangen. 1, 2, 3. Okay. Kann ich schon alle Sterne einsammeln, alle Münzen einsammeln? Ich hoffe doch. Nee, nee, mit dir will ich gar nicht reden. One me, one me, mate, ja. Ach, das war das Ding, okay. Au, 4. Ja gut. Halbes Leben weg für so einen Sprung von mir aus. Ist halbwegs realistisch. Da ist eine rote Münze, okay, willst du wissen. Zack. Und zack. Da ist ein One-Up-Moment. What the? Okay, dann halt nicht. Dann will ich den One-Up auch gar nicht haben. Achso, lol. Die Goombas machen voll die erfreulichen Augen, wenn sie mich sehen und auf mich zurennen. What the fuck? Okay. Hier. Wo sind die nächsten? Eine ist noch unten im Wasser, das weiß ich. Eine ist unten, glaube ich, bei dem Beet, bei den Pillars. Die eine ist hier. Und eine ist da unten, okay.
Nein, ich wollte. Okay. Ach, das war solider Boden. Oh, scheiße. Wo ist jetzt die Münze? War, glaube ich, im tiefen. Ah, ja. Müssen wir jetzt nochmal hier unten nach? Und Alter, gib mir die Pokémon-Musik auf den Sack. Eieiei. Oder ist der Star Revenge Star Takeover eventuell ein ganz eigener Hack? Aber macht ja keinen Sinn, weil Teile von diesem Level waren ja da auch jetzt vorhanden. Weil hat er die Level komplett neu designt dann oder hat er die einfach überarbeitet? Sie sehen schon stark anders aus, also ich würde halt sagen, er hat sie komplett überarbeitet, aber weiß man ja auch nicht. So, 7, das heißt die 8 ist doch eigentlich jetzt da vorne. Irgendwo hier drin, meine ich. Genau, da eine Ecke ist so. Zack. Gut. Und dann ist der letzte Stern, der mit denen durch die Ringe fliegen. Ja. Was ist das hier für ein Ding? Keine Ahnung. Och nee, jetzt muss ich da. Och, ist echt da hoch? Ich hab keinen Panzer hier. Ja, und das. Ja, ja, nein, nein. Nein, ich will nicht. Ich will nicht so springen. Ich will. Nee, er macht das nicht. Er macht nicht diese kleinen Minikicks, die ich jetzt. Ich dachte, ich hätte mich da irgendwie hochcheaten können. Echt kleine, aber feine Sprünge. Oh Gott. So, bin oben. Wo ist mein Stern? Da ist mein Stern. Was ist in der Box drin? Münzen, super. Aber das mit diesen Redesigns von Leveln, das kenne ich. Also, ich weiß gerade nicht mehr, wo ich das hatte, aber ich glaube, Minecraft-Bauten, glaube ich, damals. Da hatte ich dann auch hin und wieder mir gedacht, so, ach komm, jetzt machst du die Ecke so. Und dann hast du alles wieder überarbeitet und keine Ahnung was. Forest Lake Valley 5. Achso. Der 6. ist dann halt durch die Ringe fliegen, okay. Ja. Ja, die Box habe ich aber nicht. So, Kurs 2. Was sagt denn das Schild? Eins, zwei, vier, fünf in die Richtung. 3 plus 2.0 Welt. Ich glaube in die Richtung, okay. What the fuck, okay. Das ist creepy irgendwie. Luigi. Warte, muss ich nach oben? Nee. Nach oben ist Level 3, glaube ich, hat er gemeint damit, oder? Zack. So, muss man mal ganz kurz gucken. Forest Lake Valley, ja. Star Revenge, mal gucken. Lass mir jetzt keine Ruhe, ich muss den kurz nachgucken. Star Revenge Sweden. Aha. 0.5 unused levels. Ja, ja, ist da. So, Ruidan habe ich jetzt gerade. Genau. 1.5 Star Takeover Ruidan 2.1. So.
Dann Star Revenge 1, Star Takeover. Das ist die, die ich gerade hatte, mit den 104 Sternen. Okay. Dann war ja das doch richtig. Mein Titel heißt jetzt wie? 1.5 Star Takeover Redone, genau. Dann passt das alles. Okay. Das soll ich nochmal nachkontrollieren jetzt. Wo muss ich hin? Bin ich schon so weit nach oben für Welt 2? Kurs 2? Irgendwie so sandig, wie das hier aussieht. Da ist eine Tür. Nee. Also so komme ich dann wieder aus dem Wasser raus. Ah, stimmt. Man kann hier in dem Wasser rumschwimmen, aber da gibt es, glaube ich, nichts. Da ist was auch immer für ein Zielort. So, hier. Kurs 7. Okay. Hier ist noch ein bisschen weiter. Hier gibt es auch eine Kiste. Nee, hier ist auch nur das. Dann kommt man da rein. Okay. Der Wingcap kommt man darüber. Muss ich hier vorne rechts hoch oder muss ich da hinten hoch? Oh, es wird spät und ich werde immer verwirrender hier. Nee, es wird immer verwirrender und ich bin immer mehr verwirrt. Wo es jetzt eigentlich lang geht und wo nicht. Kurs 2, ich suche Kurs 2. Also nebenbei jetzt, diesen Mario-Hack halte ich mir jetzt übrigens wirklich für dann auf, wenn ich keinen Bock auf Nioh oder auf Zelda habe. Wie immer eigentlich. Das heißt, wenn ich weiß, dass irgendwer für Nioh gerade keine Zeit oder Lust hat, dann spiele ich Mario. Oder wenn es zu spät geworden ist oder zu früh noch ist am Tag. Ich habe ja übernächste Woche habe ich ja... Ja gut, nächste und übernächste Woche zusammengelegt. Irgendwie habe ich ja wieder ein paar Tagschichten. Und da werde ich wahrscheinlich einen Tag oder so morgens aufstehen. Und sollte ich dann streamen, dann werde ich dann wahrscheinlich Mario streamen morgens. Oder Celeste. Endlich mal beenden. Das Spiel hat es irgendwie verdient, mal beendet zu werden. Also, ich komme da hinten da hoch und ich komme hier vorne da hoch. Ja, sagt es doch mal einer. Welches Level ist das jetzt? Das Level 2, ich hoffe doch. Ja, ist es. Mushroom Mountains, Path to the Black Shroom. Okay. Musik ist schon mal nerviger als im ersten, glaube ich. Zack, zack. Aber den Level habe ich doch mal in irgendeinem Trailer gesehen. Oh, meine Brille sitzt mir nicht richtig. Ah. Verdammt. Meine Münzen? Wo ist meine Münze? Das Dach hat meine Münze geklaut. Da erscheint der Münzstern, okay. Ja, erstmal wieder 100 Münzen sammeln. Dabei kann ich mich ein Level auch so ein bisschen entdecken und kennenlernen. Ich glaube, die Taktik ist mittlerweile ganz gut, die 100 Münzen direkt zu Anfang zu sammeln. Okay, das ist mies, wenn man da drauf zuläuft und getroffen wird. Haha, ja, und da ist die Rache der Lakitus. Und ich habe sogar 4 Münzen bekommen, oh mein Gott. Ih! Oh, die Sprünge sind mies hier am Anfang. Aber saumies. Ich glaube, in dem Level gab es auch eine Kanone, wenn ich mich nicht irre. Also komme ich auf die Dächer rauf und auf den Pilz für die 8 roten Münzen. Ich sehe auch gerade. Ich glaube, die Musik ist eventuell doch ein bisschen zu laut. Im Verhältnis zur Stimme. Mach mal einen Mini-Ticken leiser jetzt. Ich glaube, die ganzen Soundtracks sind auch nicht abgemischt.
aufeinander. Wobei, beides gehen ja, aber ich glaube nicht genau gleich. Hopp und hopp. Genau, da ist die Dingens. Da ist das Kappa-Face-Scheiger-Ding. Ich will die Münze haben, ich will die Münze. Komm ich da wieder hoch, wenn ich da jetzt runtergerutscht bin? Okay, ich komme da nicht mehr hoch. Okay. Da ist noch eine rote Münze. Vielleicht sammle ich auch einfach alle roten Münzen direkt ein. Lucky 2, cool. Weil wenn ich die roten Münzen hab. Da ist eine Kanone. Scheiße. Ich will mich in dem Level hier nicht schießen müssen. Nicht, wenn ich nicht weiß, wo was ist. Aber hinten ist auch eine Kanone, oder? Nee, kann ich hoch? Nee, da ist die Kanone, die ich noch nicht geöffnet habe. Ich muss mich hier schießen. Oh, ist das mies. Soll ich denn jetzt wissen, wo ich hin muss? Nebenbei habe ich Hunger. Ah. What the? Ach so. Die Lakitu-Cam backt ein bisschen rum in diesem Hack. Merk schon. Ich schieße mich einfach in die Richtung der Wand da hinten. Das ist mir für mich das sicherste, glaube ich, gerade. Ja. Definitiv. Da gab es mich die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie runterfalle, am geringsten. Also. Hier nichts. Half to Black Mushroom, ja, ich auch mal nachgucken können. Das ist doch bestimmt ein Teleporter, oder? Natürlich. Read me. Cap stage ahead. You will lose your coin secrets, etc. when you enter this pipe. There will be three star in here to find. Wer das was mir sagt. Gut, dass ich mir so schon gedacht habe, also gehe ich hier schon mal nicht raus. Komm ich auch. Kann ich mich auch hier wegporten? Ich will doch nicht hier hin. Warte. Das ist der Black Mushroom? Nee. Wo war ich denn gerade? Ich war gerade da. Da ist der Black Mushroom. Ui. Nein, nein, nein. Du rutschst nicht noch weiter. Oh. Er hätte gefährlich ausgehen können. Ich glaube, hier ist das sogar so ein bisschen besser. Ja, bei Münzen. Ne, halt von hier aus und dann so. Und rüber. Oh, danke. Erinnert mich ein bisschen an hier Präludien. Blöd gesagt. Wenn ich jetzt die 100 Münzen sammle, sammle ich dann einfach auch direkt alle roten Münzen ein und sammle den Stern ein. Das sieht irgendwie momentan ein bisschen sinnvoller aus. Wenn ich dagegen springe, springe ich so. Es ist. Das ist echt. Oh, das war mies. Die Ecke war jetzt mies. Da hätte ich so drauf gehen können eigentlich. Easy vor allem. Ist da auch ein Teleporter? Oder ist es einfach nur ein Texturfehler? Moment. Das will ich jetzt wissen. Ist das ein Teleporter? Nö, okay. Da kann ich hochspringen. Hier habe ich alles, oder? Ja. Gut. Zumindest soll sein, ja, ich direkt bitte einmal killen. Für die Münzen. Ich weiß nicht, wie viele Münzen es hier gibt. Vielleicht war der erste Level einfach nur extrem gnädig. So. Der ist nichts. Da geht's hin zum Stern. Und irgendwo war auch der Black Mushroom schon. Der Black Shroom. Der Shroomy.
Der Homie-Sturm. Oh Gott, nee. Da den Weg weiter geht's zur roten Münze. Da geht's zu Münzen allgemein. Ich will erstmal die allgemeinen Münzen. Ja, das war geil, da ist ein Lucky Toe. Das sieht mir zu gefährlich aus für rote Münzen. So. Zack. Ich weiß gar nicht, wie lange mache ich jetzt eigentlich noch. Wir haben es jetzt 2:30. Ich würde sagen, ich mache jetzt den zweiten Kurs noch so weit, wie es geht, zu Ende. Vielleicht noch die Wingcap. Und dann noch im ersten Kurs das mit der Wingcap. Ich glaube, das ist so ein Teufel. Das klingt nach einem Plan für heute Abend. Also bis maximal 2 Uhr, 2:15 so. Da habe ich nämlich noch Zeit, ein paar Videos vom Map gehen zu gucken. Und kann meine Tasche für morgen schon mal packen. Weil ich, glaube ich, nicht mal großartig ausgepackt habe. Ich weiß nicht, was ich von diesen Shy Guys mit Kappa Face halten soll. Irgendwie. Ich glaube, in dieser Redone-Version hat er so ein bisschen mit Memes gespielt. Okay, das war hart. Was? Irgendwas mit The Cake is a Lie. Ich hab's nicht gelesen, schade. Achso, und da ist der schwarze Pilz, okay. Achso. 6 Red Coins. Nein! Oh, what the fuck? Was stimmt mit dir nicht, Mario? Jetzt nicht im Ernst. Oh, come on. Mir fehlt eh eine Münze irgendwo. Fehlt mir jetzt die Münze? Und unten ist noch irgendwie was. Also so komme ich dahin. Wo ist denn die letzte rote Münze dann? Ah, lass dich raten, die war vielleicht hier. Am Ende des Weges. Da oben ist schon mal die eine gewesen noch. Nö. Eine rote Münze. Was existiert das Stück dann hier? Als Wand. Gut. Ja, nee, irgendwie. Ja. Okay. So. Hallo Shy Guy. Ach, Shy Guy sag ich schon. Goomba. Hallo, Goomba 2. Nein! Du hast mir gerade die Flamme in den Arsch geschossen. Iqui. Danke dafür. So. 7 rote Münzen. Wo ist die letzte? Ich sehe sie nicht. Da ist ein Illuminati-Auge. Okay. Die rote Münze, scheiße. Das ist doch nicht wahr jetzt. Oh nö. Da hinten ist nichts. Da ist nichts. Oh nö. Wo ist die? Gib mir meine rote Münze, meine letzte. Los, Flo, spuck sie aus. Du hast sie doch bestimmt versteckt. Oh Gott. Ja, ich habe noch 2 Gegner nicht abgesucht, glaube ich. Die Gegner weiter unten am Anfang. Die wäre nicht hoch. Und die Gegend da hinten nach dem komischen Holperpfad. So. Ist hier auf dem Lidern denn irgendwas? Ne, hier war doch eine Box, kann das sein? Ich glaube schon. Ach, darum ist der Weg hier gefährlich.
Hab die Münze gefunden, hab die Münze gefunden, hab die Münze gefunden. Hab sie gefunden. Hinterm Haus. Und wenn der jetzt herkommt, dann kann ich eventuell mit ihm dahin fliegen. Ja. Nee. Komm her. Ja, ungefähr so. Ja. Plan geht auf, Plan geht auf, Plan geht irgendwie auf. Plan will aufgehen. Du lässt mich jetzt nicht da... Oh. Okay. Ganz langsam. Der Kurs ist einfach nur gefährlich, wenn man an jeder Stelle runterfallen kann, fast. Aber abgesehen davon ist er relativ einfach. Und ich springe natürlich komplett daneben. So, Oni, wie kommst du jetzt da oben rauf? 1, 2, 3, ja. Das ist echt. Ich hatte ja in meiner letzten Brille auch Probleme, dass die nie richtig saß, aber nicht so schlimm wie jetzt. Weil jetzt sitzt es halt irgendwie und ja, ich will es halt nicht riskieren, die jetzt komplett wieder zu verrücken. Ah. Das war der 5. Stern, okay. Path to the Black Shroom. Jetzt kann ich entspannt durchs Level springen und sterben. Jetzt kann mich nichts aufhalten, außer diese Flammen. Und ich hab's auch noch gerade gesagt. Dass es genau diese Flamme sein wird, die mich irgendwie killen wird. Wenn man zu schnell machen möchte. So. Oh Gott. Naja, oh, what the. Hilfe. Warum muss man hier schnell runterfallen? Warte, ich will jetzt erstmal wissen, wo es hier unten lang geht. Sah nämlich so secret-mäßig aus. Okay, Secret, was relativ einfach zu finden ist. Warum ist es hier so eng? Achso, weil da ein Stern ist. Okay. Between the Cannons. Okay, der Weg war relativ offensichtlich, aber vom Namen her ist es echt nicht vielsagend. Der 2. Stern, okay. So. Ja. Er wusste genau, was er tut, wenn er das Ding da hinstellt. Funktioniert leider. Scheiße. Jetzt bin ich auf den Geschmack von den Tropi-Fruity gekommen. Toller Hack. Ja. Er weiß halt genau, wo er Gegner hinstellen muss, damit sie einen abfacken. Okay. Geht noch. Es war eine interessante Reihenfolge von Aktionen. So. Ja, Kanone backt hier rum, wenn ich jetzt nicht in die Mario-Ego-Ansicht gehe. Kann man... Oben importen kann man sich nicht. Ich glaube nicht, dass die Kanone bis dahin reicht. Reicht sie bis da oben vielleicht, wenn ich Glück habe? Nö. Ja. Man muss echt den ganzen Level immer durchforsten. Aber. Weil man zu den meisten Orten vielleicht sogar vom Mega-Maschu in der Mitte hinspringen kann. Könntest du bitte aus dem Weg gehen, Lucky? Danke. Darum und dann hier rum und dann dort rum und sind hiervon, davon und zack. Aua. So. Nein, und dann mache ich so eine Kürze. War doch schon oben. Ja, nächstes Mal mache ich einfach direkt so. Ja, Wind, Feuer,
Lucky Two. Und durch. Hier hinten ist eine Wolke. Over the Windy Bridge. Mhm. Path to the Black Shroom. Den wüsste ich jetzt noch. Irgendwo habe ich in der Wand eine Felsspalte gesehen. Da könnte man es nochmal versuchen. Ah, ist nur die Frage, wo waren die genau? Die habe ich von weiter oben irgendwo gesehen. So. Ja, die zweite Kanone ist... Kann man sich mit der zweiten Kanone da hinten hinschießen? Da ist auf jeden Fall die Felsspalte, die ich meine. Danke, Lucky Two. Fand ich voll dufte von dir. Was auch immer er mit der Kanone gemacht hat, dass sie so komisch packt. So, wo ist jetzt das? In den Häusern aus kann man da hinspringen. Das ist halt so eine Sache. Da würde ich wieder ein Safe-Set setzen, wenn ich alleine spielen würde. Aber... auch nur um... Was zum Fick war das jetzt? Wieso habe ich da negativen Speed gehabt nach hinten? What the fuck? Okay. Nochmal wieder ganz nach oben klettern. Oh. Ja. Einfach nur saven, um zu gucken, ob es auch funktioniert, was ich mir denke. Aber gut. Versuchen mal weitestgehend... Leck mich, Flo. Fuck you, Lucky Two. Fuck Welt 2. Ich versuche wirklich mal weitestgehend ohne Safe States zu spielen. Solange es nicht ultra frustrierend ist. Das hier ist aber schon leicht an der Grenze, möchte ich anmerken. Evo! Ich finde das übrigens nicht witzig. Das ist gerade extrem nervig, dass das so eine ekelhafte Interaktion da ist in der Ecke. Fuck you, Lucky Two. Jetzt musst du sterben. So. Okay, das haben wir nice irgendwie, aber unnötig. Geh weg. Kanone, Poppy Fruit. Geh von meiner Linse weg. So. Ich hätte schon längst zum Wingcap Palace gehen können. Vor allem der Hex soll wohl nur 13 Level haben, aber trotzdem so viele Sterne. Der muss ja irgendwie mehr Secret-Abschnitte gemacht haben. So, riskier es jetzt oder nicht? Welche Ecke waren das? Ach, oder ist deswegen, dass sie so rot markiert? Darum ist das so rot markiert, da damit ich hier runterspringen kann. So. Fall back down. Ja. Okay. Von mir aus. Das war der 6. Stern. Okay, immer noch Path to Black Shroom. Jetzt gehen wir die Ideen aus. Wo ist denn dann der nächste Stern nach dem Black Shroom? Die roten Münzen habe ich, die 100 Münzen habe ich. So. Der Black Shroom ist oben.
Es wird irgendwas mit der Kanone zu tun haben. Aber dann ist die Frage halt, wo ich den Bob am Dach finde. Noch irgendwo hinschießen. Nee, eigentlich nicht. Das war vielleicht ein etwas bescheuerter Winkel. Das war natürlich ein bescheuerter Winkel. Oh, Oni. Oh. Weil du jetzt versuchen wolltest, da rumzuprobieren. Jetzt darfst du den ganzen Weg nochmal laufen. Oh, ja. Das ist geil. Das ist geil. Ah, zumindest ist Lucky Tuschen tot, von daher. Der Weg ist zumindest nicht mehr schlimm nach oben. Zack, zack. Dahin und da und Kamera war blöd. Zack. Bleibt die Frage. Was ist der letzte Stern hier? Ah, vielleicht ein Rennen gegen Kufa oder so. Und das Front ist gegen Ende. Könnte sein. Aber wie gesagt, ich finde es echt immer wieder schön, die Leute mal auf ihre Level-Ideen kommen. Higpi, das hat sich fast umgebracht. Meine Fresse. Ich habe echt langsam Hass gegen Lucky Tooth. Ich meine, in 2D Mario sowieso. Aber gegen die 3D-Varianten hatte ich eigentlich relativ wenig bisher. Fand die mal ganz nett, weil die relativ viele Münzen immer fallen lassen. Aber irgendwie jetzt gerade in dem Level hier. Kappa Shy Guy. Tisch ab, Lucky Two, und hab dich. Lass ich raten, ich muss mich irgendwie da in das Illuminati-Auge reinschießen. Das wäre, glaube ich, der Höhepunkt. Zack. Secret of the Houseless Mountain. Houseless Mountain? Okay. Dass es immer wieder hinkommt. Houseless Mountain. Hat nicht jeder scheiß Mountain hier ein Haus? Nee, ach, nee, der letzte bei der Bridge hat auch, glaube ich, keinen. Kann das sein? Hier ist ein Haus. Da unten ist ein Stern. Hier ist auch einer. Kann ich eigentlich Flammendamage. Was ist, wenn ich Flammendamage bekomme und dann da reinfall? Houseless. Es ist doch nur der da. Und der da auf der rechten Seite. Macht keinen Sinn. Irgendwie. Der Secret ist doch da auf jeden Fall. Mit den Mushroom. Das. Ja, das habe ich aber schon rausgefunden. Oh, schon wieder so ein Kacksprung mit dem Lakito. Ey, ich dreh durch. Warum sind das solche Tiefflieger hier in dem Level? Achso, da war die Wand. Weil da unten ist ja noch. Genau, da unten war ja noch. Der Dingens. Nimm ich ja den normalen Weg nach oben. Der gefährlicher irgendwie ist mit dem Flammending. Denn ist auch ein blauer Punkt. Da könnte noch was sein. So. Achso, da ist. Aha, der Bob-Bomb. Hi, I prepared a cannon for you. Gut, dann wäre das Rätsel geklärt. Und was war ich denn mit der Kanone?
Ready for blast off. Come on, hop into the cannon. Aha. Das erklärt, wie ich die Kanone freischalte. Erklärt aber nicht, was ich jetzt mit der Kanone machen muss. Das ist ein Shortcut nach oben, oder was? Hä? Cannonless House. Cannonless Mountain. Ja, das ist. Irgendwie ist das schon ein Mountain, aber ein Pilz-Mountain. Das ist aber nur ein Shortcut nach oben, oder nicht? Weil das bringt mir hier alles nichts. Creepy? Lande ich oben, lande ich oben, lande ich oben, ich werde sterben, oder? Okay. Ja, das ist der. Das ist doch der da hinten. Hier rückwärts ist der Weg irgendwie schwieriger. Ja. Okay, wenn man in Flammen steht, dann bringt der Wind einen keinen Nachteil mehr. Secret? Oder muss ich da unten runterfallen bei den Treppen? Weil sonst ist doch hier nichts mehr. Ach, oder ist das hier eine Fake-Wand irgendwo? Eine Fake-Wand? Nee. Halt, da habe ich was gesehen. Ja. Da ist was. Aha. Kann ich hier einen Walljump machen? Ja, kann ich. Okay. Ist so gelöst. Der ist sogar gut versteckt gewesen. Junge. Der war schon nicht schlecht versteckt. Secret of the House of the Mountain. Yay. So, dann gehe ich jetzt nochmal zum Dingens hin. Zum Ringcap Palace Ding. Dann kann ich in Kurs 1 noch den letzten holen. Dann habe ich die ersten zwei Kurse komplett fertig. Hm. Den dritten Kurs, wenn ich... Ja, wo ich den dritten Kurs noch? Ne, mal beim nächsten Mal dann irgendwann. Irgendwann, wenn ich mal wieder nach Nioh oder allgemein irgendwas nebenbei brauche. Und ich werde definitiv gleich nochmal ein bisschen nachgucken, was es zum Thema Star Revenge 1 noch so zu lesen gibt. Ob die sich jetzt wirklich großartig unterscheiden oder nicht. Ich bin jetzt so oft hier rüber geflogen, hab nicht einmal den Pilz getroffen. Schande über mich. Der war aber auch ein bisschen einfach versteckt hier oben, oder nicht? Naja. Interessante Musik. Okay. Also rote Münzen gibt es. Es gibt 3 Sterne. Was macht Giftwasser hier? Macht das Sinn? Irgendwie nicht. Cool. Irgendwie. Sieht schon irgendwie so ein bisschen nice aus. Kann man von beiden Seiten hoch? Auf einer Seite rein zufällig eine rote Münze, die ich holen könnte. Ja, hier unten. Und da gibt es den Schalter. Ah, achso, das kann man von beiden Seiten. Ah. You stepped on the ring cap switch. Now you can fly around and cheat every possible star with that. Maybe. But those I'm normally just there on Act 6. So just forget that, what you like to say. Okay, also Act 6 ist also quasi in jedem Level immer dann irgendwas, man fliegen muss. Oder man die bräuchte oder sonst irgendwas in der Art. Das ist doch auch Mystery Dungeon Erkundungsteam Zeit oder Himmel Musik oder nicht? Hatte glaube ich so ein bisschen was von der Dialga Battle Theme aus dem Zeit Tower.
Moment. Wenn dich. Danke. Ah, hier ist auch die coole Musik. Wieso fühlt sich das Flügen hier. Das Flügen. Fliegen hier so merkwürdig cool an. I prepared a cannon for you. Ah. Damit ich auch wirklich ready for blast off bin. Ready for blast off. Komm ich da hinten auch so hin? Ich komme gefühlt eher wieder nach oben mit dem Ding. Die Musik ist auch toll. Wieso können die eigentlich in den Heck nie eine Textdatei reinmachen, welcher Soundtrack wo verwendet worden ist? Da steht, wenn überhaupt, mal im Wiki mit Glück drin. Aha, und das ist wahrscheinlich eins von fünf Rätseln, oder? Okay. Die werden wahrscheinlich in das spawnen. Also rote Münzen, Rätsel, Dinger und wahrscheinlich einer direkt versteckt. Ist die Frage, ob ich auch direkt wieder rausgeworfen werde aus dem Level. Oder ob ich mich in Ruhe umgucken kann. Hm, dann ist auch so ein grüner Typi. Zack. Klingt auch so ein bisschen leicht irgendwie Laputa-Musik. Okay, der Kameralock ist einfach extrem geil eigentlich. Wo fange ich jetzt an, wenn ich da jetzt runterfall? Ich muss immer wieder dahin laufen. Ich starte hier oben, okay. Oh Gott sei Dank. Ich hatte schon gerade die schlimmsten Befürchtungen. Oh Gott. Das wäre jetzt übel gewesen. Den ganzen Weg da hochrennen. Das dann am besten noch für jeden Stern hier. Das wäre hart. Die schießen drei Kugeln. Haben die schon immer drei geschossen? Wahrscheinlich. Okay, man rutscht an den Dingern aus. Cool. Das ist blöd. Zack. Ne, hier gibt es auch keine Maschung, wo man eine Münze holen kann. Gut. Wo ist jetzt unser Problem? Nirgendwo. Gut. Die Musik verleitet aber auch echt dazu, irgendwie extrem schnell jetzt irgendwas zu machen. Die Musik ist schuld. Die pusht mich. Die passive Fähigkeit von Wingcaps ist übrigens voll geil eigentlich. Wenn man den A-Knopf gedrückt hält beim Springen, dann gleitet man langsamer zu Boden. Voll praktisch eigentlich. So, auf zum Liedernen. Dass die Cam halt nicht hinter Mario gelockt ist. Das ist schon irgendwie geil. Und dass ich jetzt hier abrutsche, das ist nicht geil. Oh, komm, wirklich. Ich dachte, ich kann darauf stehen. Okay, letztes... letztes Leben. Ich gehe jetzt hier zu oft drauf. Moment. Jetzt muss ich mich konzentrieren, glaube ich. Jetzt muss wieder jeder Sprung sitzen. Das ist, unschön. Also ich denke mal, ich mache jetzt noch bis 2:15 nebenbei. Falls du noch halbwegs wach, lebendig anwesend bist. Bis dahin sollte ich eigentlich auch jetzt die drei Sterne hier eingesammelt haben. Und den im ersten Level. Was habe ich denn da rein? Der Kamera, das ist echt... Es ist irgendwie geil, aber irgendwie auch verwirrend, weil man halt die Abstände irgendwie schwerer einschätzen kann, gefühlt.
Hat aber irgendwie was. Hatte ich jetzt schon den da unten geholt? Nee, oder? Nicht in dem Anlauf. Und sobald diese Melodie einsetzt, wird's irgendwie, wird das halt so ein Laputa-Feeling irgendwie, finde ich. Oder so einen traurigen Unterton irgendwie. Zack. So. Versuch der zweite. Die Interaktion war interessant. So. Diesmal fliege ich zuerst im Grünen hin. Au. Okay. Der Blaue ist auch noch da. Der Rote in der anderen Ecke bestimmt auch noch, oder? 5 habe ich. Der Rote, der Grüne und der da auf dem Pilz. Das müssten alle 8 dann sein, oder? Da ist so ein Silberstern wieder. Ich hoffe, ich bin genau drüber. Oh Gott, ist das kacke mit der Ansicht. Ich nehme alles zurück, was ich vorher sagte. Das ist echt eine scheiß Ansicht. Man kann echt kacke zielen, so. Aber genau auf Marios Arsch will ich auch nicht gucken. Weil kann ich vielleicht... Da war die Ansicht immer so und so? Nee. So, neue Kappe, neues Glück. Jetzt zum Roten. Vom Roten dann da hinten hin. In am Plan. Bin gleich da. Wo zum Fick ist der gespawnt? Ganz oben oder was? Yeah, ich will nur zum Balkon da hinten hin. Also ich rate, ich muss mich jetzt im Kreis Kanonen da hochschießen. Schaffe ich doch nie im Leben jetzt auch, oder? Nee, okay. Gehen wir den langsamen Weg bitte hoch. Den sicheren Weg. Das heißt, von Kanone zu Kanone. Zack. Hätte ich jetzt besser mal eine neue Kappe nehmen sollen? Okay, no risk, no fun. Sag da jetzt und gleich hat er Kappenschwund. Ja, Kappenschwund, ich sag's doch. Wenn ich jetzt ganz viel... Geh Game Over. Okay. Ich hätte eine neue Kappe nehmen sollen. Scheiße. Jetzt muss ich natürlich auch wieder ganz bis zum Level hinrennen. Oh, nö. Okay, Planwechsel. Ich hole jetzt noch den Stern im ersten Level. Und den Wingcap Palace, den mache ich dann demnächst, beim nächsten Mal irgendwann. Also heute Abend dann, wenn ich von der Spätschicht komme, wahrscheinlich Mio. Wenn der Fuchs sich für Zelda nicht meldet. Oder nicht antwortet. Jetzt weiteres. Ansonsten Hauptmission in Mio. Und falls irgendwer noch online sein sollte, wovon ich nicht ausgehe, Smite.
Ich hasse Negativ-Speed. Moment. Bevor ich jetzt da hoch kriege irgendwie. Komm zu Papa, mein blauer Cooper. Ich glaube, Star Revenge habe ich das. Nee. Ich dachte gerade ursprünglich, hätte ich das eventuell mit Star Road zeitgleich angefangen, aber habe ich nicht. Star Road habe ich wirklich kurz nach Release mal irgendwann angespielt. Was nämlich ganz groß in den Medien war, glaube ich. Wo musste ich jetzt hin? Ich musste. Teleporter, glaube ich, hier genau. Zack. Kann man die wenigstens irgendwie in einem Rutsch holen fast? So für Speed. Für Speed. Ich meine, zum Umgucken ist das nicht schlecht. Die ganze. Die neue Ansicht hier. Aber allgemein ist mir die Ansicht zu blöd. Wow. Ging das damals auch schon? Drei, vier, fünf. Okay, ich glaube, ich habe alle gleich. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ja. Und dann den noch und dann habe ich alle. Achso, und bei den komischen Dingen spawnen dann das mit dem. Ah, okay. Secrets, genau. Uff, okay. Hab ihn. Rings for the Coin Rings. Selten kann ich nur. Ja, gut. Also Kurs 1 und 2 komplett fertig. Wingcap aktiviert aber den Kurs verhauen, weil. Ja. Weil ich mich blöd angestellt habe. Weil ich richtig reingesackt habe. Wirklich. Ja. So. Mal gucken. Wenn ich Langeweile habe, renne ich schon zum Kurs wieder hin. Und zum nächsten Mal irgendwann. Falls nicht, stehen wir genau hier. Hier leben. Forest Lake Valley und Mushroom Mountains fertig. Secrets das. Null. Okay. Na gut, die Münzsterne hier gehören dazu. Na gut, passt. Ja, 121 Sterne. Wir haben mal gespannt, wenn es nur 13 Kurse sind, wie er dann die ganzen Secret Stars verteilt hat. Aber gut, das wird sich herausstellen. Zumindest habe ich jetzt einen Hack angefangen, den ich dann nebenbei mal spielen kann, wenn ich auf nichts anderes Lust habe. Gut. Dann würde ich sagen, spontan, gute Nacht, Flo. Falls du mich noch hörst. Das weiß ich ja nie. Vor allem nicht um diese Uhrzeit. Und dann bis, ja, wahrscheinlich heute Abend mit Nio. So um 11, Viertel nach 11 rum. Ja. Sollte irgendwie hinhauen. Wenn nicht, schreibe ich es im Discord oder so. Mal gucken. Ich weiß auch nicht, ob ich auf Discord schreiben soll, wenn ich nicht online bin oder nicht. Oder ob ich twittern soll oder nicht, weil irgendwie. Weiß nie, ob es wirklich jemanden interessiert oder nicht. Das ist ja das Traurige daran irgendwie. Naja. Gut, dementsprechend dann. Ciao, gute Nacht und bis in 21 Stunden. Ey, es ist nicht mein Tag, dann bis ich wieder weitermache. Juhu. Gut, jetzt aber ciao.